So, Freunde, weiter geht's mit Outlast. Ihr habt lange drauf gewartet, jetzt geht's endlich wieder weiter. Zum Leidwesen von mir, denn ich bin immer ganz froh, wenn hier ein, zwei Tage Pause sind zwischen Outlast, denn das ist nervlich doch durchaus aufreibend. Naja, egal, wir sind hier auf jeden Fall in der Toilette. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es die Toilette ist, wo wir ausgelockt haben. Ich glaube allerdings schon, Outlast speichert nicht immer, deswegen weiß ich das nicht so genau. Und ich habe jetzt auch noch nicht reingeschaut. Ich habe eben gerade gestartet und jetzt werden wir einfach mal nach dem Rechten schauen. Hier geht es nicht weiter. Es geht nur in diese Richtung. Da ist eine Tür, ein Kreuz hängt oben drüber. Und hier sieht es irgendwie so aus, als wären wir hier überhaupt noch nicht gewesen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wir in der letzten Folge ziemlich viel rumgerannt sind. Von daher bin ich mir da auch gar nicht so sicher, ob ich das alles überhaupt richtig gesehen habe. Diese Tür ist mit Brettern vernagelt. Ich gehe da einfach mal weiter. Es ist ja gar nicht mal so dunkel hier, da kann man ein bisschen was sehen. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Guck mal, draußen regnet es. Könnte bei uns hier in Deutschland sein. Scheiß Wetter. So, aber ansonsten sehe ich hier gar nichts. Dann machen wir nochmal schnell das Licht an, das Nachtsichtgerät. Licht ist ja relativ, es ist ja ein Nachtsichtgerät, ist ja kein richtiges Licht. So, dann haben wir eigentlich nur noch diese Tür hier. So, ich muss sie ziehen. Schön langsam. Na, nein. So, haha. Unser Ziel ist übrigens immer noch das gleiche. Findet die Männerstation. Oh oh. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Sind wir da irgendwie durchgestiefelt? Da vorne ist ein Schlüssel. Es geht schon wieder los. Es geht los. Ja, super. Jetzt haben wir den Schlüssel für den Aufzug. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo der Aufzug ist. Geile Sache. Echt geil. Mach mal die Tür. Ja, von innen, Depp. So. Da ist er, ich sehe ihn. Ganz geile Sache. Denn ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Und da haben wir wieder das Problem. Der Freak ist vor uns und ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich kletter nochmal hoch. Ach, der soll doch nicht direkt runterspringen. Ich will da oben bleiben, damit ich sehe, wo ich hin kann. Komm, jetzt machen wir einfach mal die Tür auf. Aber der ist schon wieder draußen. Der ist irgendwo, läuft er hier rum. Ich gehe da jetzt einfach mal weiter. Okay, da kommen wir nicht hin. Wo muss ich hin? Hier, hier, hier. Hoch, 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 hoch. Alter, fuck you. So, jetzt kenne ich mich wieder aus. Wir sind beim Aufzug. Ich wollte eben gerade nur hoch, damit sich der Typ verpieselt, wohin auch immer er hingeht. Hauptsache weg hier. Soll mal ganz kurz leise sein. Ich muss mal hören, ob der hier irgendwo ist, aber hört sich gut an. Aufzug, da bin ich. So. I'm not giving up on you. Du mieses Schwein! Du mieses Schwein, du hast deine gerechte Strafe bekommen. Die Frage ist nur, ja, und jetzt? Hallo? Ah, da ist eine Falltür. So, wir sind über dem Aufzug. Wir können hier raus. Da hängt der Kollege noch. Da kann man noch hier
Sieht gar nicht mal so gut aus, aber wir haben eine neue Notiz bekommen. Die Herstellung von Dragersaft. Schritt 1, drücken. Was? Schritt 1, drücken. Ich habe keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich irgendwas sein, was wir hier Stück für Stück freischalten, um uns dann diesen legendären Dragersaft zu mixen, was auch immer es sein soll, keine Ahnung. So, hier ist zu. Da vorne geht's weiter. Beziehungsweise hier vielleicht auch. Nein, hier ist auch zu. So, da gibt es nichts mehr. Da ist ein Treppenhaus. Sieht so aus, als hätte ich gerade ein Déjà-vu. Keine Ahnung. Ich glaube, ich stand schon mal vor so einem Treppenhaus. Müssen wir hoch oder runter? Wir müssen hoch, ne? Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Die Frage ist, was ist das Hauptgeschoss? Komm, wir gehen einfach mal hoch. Wir gucken einfach mal, ob es da oben weitergeht. So, auch hier. Ah, okay. Hat sich gerade erledigt mit dem Hochgehen. Gehen wir halt wieder runter. Und zwar noch weiter runter. Mhm. Aha. Auch zu. Aber hier können wir uns durchquetschen. Ich will mal gerade schauen, ob es hier vielleicht irgendwas gibt. Ah, ich hab's gewusst, eine Batterie. Ich hab's doch gewusst. So, wir quetschen uns da mal gerade durch. So. Teamwork. Teamplayer Award. Patrick Petrina. Und eine weitere Tür. In den Regalen ist nichts drin. Momentan sieht ja alles sehr ruhig aus. Ich gehe einfach mal weiter. Das ist ja der einzige Weg hier, den ich so sehe, den wir gehen können. Und daher muss es ja der richtige sein. Eine große Halle, ein großer Flur. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich zoome da hinten mal dran. Irgendwas ist doch da. Steht da nicht jemand? Da ist doch... Seht ihr den? Da steht jemand, oder? Haha, da denken die sehen dich. Ich habe ihn gesehen. Der kommt bestimmt gleich angerannt. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ich laufe mal ganz direkt auf ihn zu. Wer ist das? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Ja, wieso lässt er mich nicht einfach rein jetzt hier? Saubacke. So, mal gucken, ob es hier nochmal aufgeht. Da ist natürlich zu. Ich meine, da hinten geht es wahrscheinlich weiter. Ich will mal gerade schauen. Nicht, dass wir hier was übersehen haben oder so, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Nee. Okay, wir müssen da durch. Da ist schön dunkel. Hier können wir weiter, wir können aber auch da weiter. Hier ist noch eine Tür. Und wir sind bei einer weiteren Toilette. Hier brennt noch ein Bein und eine Hand, einen Arm. Ach guck mal, da ist noch gar noch ein Foto. Also, falls mal unsere Kamera kaputt ist, hier eine neue. Ich will mal gerade die Toiletten durchsuchen. Aber es ist alles hier total neblig. Ich möchte nicht wissen, wie es hier überall stinkt, wenn da hier das Fleisch brennt und so weiter. So. Das heißt aber auch, wir müssen den einen Weg da hinten weiter folgen. Den hier. So, eine Tür ist offen, die andere ist vernagelt. Und hier ist stockdunkel. So, eine ganze Menge Spinte hier.
gerade schauen. Wir müssen auch alles möglichst ganz gut absuchen. Ja, da können wir uns nur verstecken. Ich glaube nicht, dass man die Spinde öffnen kann, um da drin Batterien zu finden. Das wird wohl eher nicht funktionieren. Da liegt aber... Da liegt was. Ein Dokument. Krankhafter Verfolgungswahn. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank. Rick Traeger. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Das war eine ganz tolle Behandlung. Das ist ja der Knaller hier. So, warte mal, ich mach nochmal das Licht an. Ich weiß, ich sage immer Licht. Die Batterie ist auch schon wieder fast leer. Aber die wird... Das wird aufbewahrt bis zum Schluss, bis kein Tropfen mehr aus der Batterie rauskommt. Schön. Nein, mach's auf. Hier ist verbarrikadiert, kommen nicht weiter. Und da kann man eigentlich nichts sehen, da ist nichts. So, komm, wir gehen mal weiter. Gibt es hier noch was? Nee. Nee, da ist nichts mehr. Vielleicht sollte ich doch die Batterie wechseln. Wenn wir jetzt gleich irgendwo abhauen müssen oder so, ins Dunkle rein, dann geht meine Nachtsicht aus wahrscheinlich. Guck mal, da sind Schritte. Da ist jemand hochgeklettert. Das müssen wir uns merken. Vielleicht können wir da abhauen. So, diese Tür ist aber auch wieder zu. Geh nochmal da weiter. Hier geht es wahrscheinlich auch weiter und da hinten ist wieder verbarrikadiert. Das ist die große Frage. Aha. So eine kleine Abstellkammer. Und da gibt es wieder neue Batterien. Sehr schön. 7 Batterien haben wir. 10 können wir mitnehmen. Wobei die eine jetzt fast leer ist. Komm, ich wechsle die jetzt. Mir egal. Ich weiß, ich widerspreche mir. Eben gerade habe ich noch gesagt, da wird aufgehoben bis zum Nein! Jetzt habe ich schon wieder... Ich wollte doch eigentlich nur die Nachtsicht ausschalten. Ich bin so ein verfluchter Idiot, das kann man doch gar nicht glauben. Doch. Schön eine Batterie wieder versemmelt. Das Einzige, was ganz gut ist, dass man hier eigentlich immer genug Batterien findet. So, was haben wir denn hier Schönes? Da brennt die Hütte, ey. Müssen wir uns einen Weg durch das Feuer bahnen. Ich glaube, hier können wir durch. So, da können wir auch durch. Wer bist denn du? Ich musste es brennen. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Nehmen Sie den Weg durch die Küche. Schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Na super. Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Tja, jetzt sollen wir auch noch das Feuer löschen hier. Ich will doch eigentlich nur raus. Aber wahrscheinlich muss ich das Feuer löschen, um hier rauszukommen. Ja, ich glaube fast, so ist das. Da vorne ist eine Tür. Hier brennt es nicht. Da brennt es auch nicht. Aber da komme ich nicht drüber. Verdammt nochmal.
Nee, da will ich nicht, da will er nicht drüber. Mist. Muss doch irgendwie weitergehen. Irgendwo haben wir einen Weg übersehen. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich ein bisschen mehr sehen könnte und das alles ein bisschen schärfer wäre, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen besser. Aber momentan hier sehe ich irgendwie nichts. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Nein, au, au. Ich glaube, wenn wir zu lange im Feuer stehen, dann war es das auch gewesen. Komm, wir gehen jetzt nochmal hier durch. Da muss es doch weitergehen. Wenn es hier einen Weg gibt, der dahin führt, dann muss es auch weitergehen. Na, hier gibt es nichts. Ich muss doch bestimmt hier rüber. Aber der will hier nicht drüber. Ja, aufpassen, aufpassen. Ich verbrenne mir hier die Füße. Irgendwo haben wir was übersehen. Oder hier? Nee, da ist doch auch nichts. Vielleicht kommen wir da hinten drüber hier. Nein! Nicht verbrennen. Super. Wo ist denn jetzt der Weg hier weiter? Hey, helf mir! Der Weg durch die Küche, da vorne ist wahrscheinlich irgendwas. Könnte die Küche sein, da sehe ich irgendeinen Leichnam oder so. Aber da ist kein Durchkommen. Warte mal. Schaltet die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Dokumente haben wir alle gelesen, Notizen haben wir auch alle gelesen. Wo ist die Sprinkleranlage? Also, wo ist der Schalter für die Sprinkleranlage? Und warum verdammt nochmal ist die Sprinkleranlage nicht von selbst angegangen? Hier muss es doch weitergehen. Da gibt es extra hier diesen Weg zum Drüberklettern? Keine Ahnung. Super. Ganz großes Kino. Ach, warte mal. Vielleicht kommen wir da unten drunter durch. Logisch. Wunder der Natur. Wir können uns auch bücken hier. Das ist ja unglaublich. So, warte mal. Bevor wir da jetzt reingehen. Ah, super. Da sehe ich überhaupt gar nichts. Aber da ist trotzdem nichts. So, jetzt gehen wir da rein. Cafeteria, ja. Das war mal eine. Das war mal eine. So, was haben wir da? Eine verbarrikadierte Tür. Haben wir da noch was? Nee, auch nicht. Regnen tut's immer noch. Wir gehen einfach mal weiter. Irgendwo muss doch was sein. Warte mal, liegt da was? Nee. Da vorne. Ach, das sah nur so aus. Ich dachte, da kriecht jemand am Boden lang oder so. Ich habe keine Ahnung. So, haben wir hier was in den Regalen? Nee, haben wir auch nicht, ne? Gibt's nichts. Ja, ohne Nachtsicht ist es doch schon relativ dunkel. Da haben wir was. Ein Dokument. Entschuldigung. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, na klar. Es ist allerdings immer noch die Frage, wo hier diese Sprinkleranlage ist, beziehungsweise der Schalter dafür. Super, wir können nur wieder zurück. Das ist doch nicht, erfolgsmäßig, wenn wir jetzt hier einfach wieder zurückgehen. Da muss doch noch mehr sein, da muss doch irgendwo ein Schalter sein oder sowas, oder? Kann doch nicht sein. Aber zum Glück ist es heute mal relativ ruhig in dieser Folge. Gegner sind nicht allzu viele da.
Ja, ich glaube, das brauchen wir gar nicht probieren. Wenn da Bretter über diesen Türen sind, dann hat sich das, glaube ich, erledigt. So, aber hier gibt es auch nichts mehr, ne? Tja, da können wir nur hier zurück. Haben wir jetzt was übersehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir dann auch irgendwie auf die andere Seite, indem wir einfach da irgendwo durchkriechen. Oder ich habe einen Logikfehler, dass wir hier irgendwie was machen müssen, um diese Anlage zu aktivieren. Rein theoretisch würde ich hier vorschlagen, wir machen ein Feuer, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aua! So, dann klettern wir hier nochmal drunter durch. Ja, drunter durchklettern bitte. So ist recht. Hier nochmal drüber. Ja, hör doch auf, hier rumzuschwören. Mal gucken, kommen wir da irgendwie durch? Müssen wir da auf die andere Seite irgendwie kommen oder so? Das ist doch die Küche, ne? Der hat gesagt, geh durch die Küche. Tja. Aber hier gibt es keinen Weg durch. Definitiv nicht. Wir müssen definitiv das Feuer ausmachen, bevor wir hier rüber können. Das heißt, es muss auf der anderen Seite. Es muss auf der anderen Seite sein. Da muss noch was sein. So, komm weiter. So, da haben wir doch alles schon abgesucht. Da ist doch nichts mehr. Haben wir denn irgendwo einen Schalter übersehen vielleicht? Diese Tür geht nicht auf. Da ist nichts mehr. Da vielleicht. Ah, wir können uns da durchzwängen. Alles klar. Muss ich denn immer 10-mal zur gleichen Stelle gehen, bevor ich endlich sehe, wo es weitergeht? Ich glaube, das ist so. Aha, da ist noch eine Anlage hier. Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Zwei Ventile, ich hasse Ventile. So, bevor ich da irgendwas anklicke, würde ich mir ganz gerne nochmal hier die Gegend betrachten. Haha, scheiße. Ich hab keinen Bock auf so einen Fettsack. Der kommt bestimmt gleich hier angeschissen. Oder? Ich höre ihn doch. Ich kann dich doch hören, mein Freund. Ja, aber der kommt nicht weiter. Der bleibt da stehen. So, mir schläft aber gerade die Hand ein. Kleinen Augenblick bitte. Ich glaube, ich muss mir mal einen Kaffee nehmen. Vor lauter Panik. Der Tanz beginnt, Leute. Der Tanz beginnt. Was war denn das eben? Wo kommen bitte diese Schläge eben gerade her? Auf der anderen Seite könnte ich natürlich da fliehen, ne? Da kommt er nicht durch. Ich gehe jetzt erstmal hin. Ich drücke jetzt auf den Knopf hier. Ach so, das ist keiner der Schalter. Zwei Ventile öffnen. Ey, Fetzo! Weg. Na, schätze mal, der kommt früh genug wieder zurück. Irgendwo müssen hier zwei Ventile sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Nur wo? Da bin ich mir nicht so sicher. Da vorne ist er. Besser. Da ist er. Und meine Batterie geht leer. Der hat mich zum Glück nicht gesehen, obwohl es hier gar nicht mal so dunkel ist. Ja, die Frage ist nur, wo finde ich hier diese zwei Ventile? Ja, super geil. Da kann ich mich verstecken.
Ich meine, im Büro sieht es hier nicht so aus, als würde es dann Ventil geben oder so. Keine Ahnung, was hier schon wieder schief läuft. Da ist er. Ja, der brummt da so vor sich hin. Das soll er weiter brummen, ist mir egal. Ich brauche Ventile hier. Fuck you! So, ich geh mal weiter. So, ganz schnell. Weiter, weiter, weiter! Du Penner! Du Arschloch, hau ab hier! Na, du kleine miese Sackratte! Na komm, du stinkst! Ich kann dich riechen, ich kann dein... Ich kann dein Gestank riechen! Verpiss dich! Ja, Freunde! Ups! Wir müssen hier zwei Ventile finden! Ich würde ihn so gern wegrotzen mit einem Maschinengewehr oder so, aber das klappt ja irgendwie nicht, ne? Ich gehe da jetzt nochmal hin. Ich hoffe, da hat sich schon wieder verpieselt ein bisschen. Oh, da ist die Sau schon wieder. Hau ab! Komm, verpiss dich. Ich gehe mal langsam vor. Ah, da war er hier. Guck mal, der dreht jetzt um. Der ist da rein, ne? Er freut sich, dass er stinkt. Tja, und irgendwie... So, was ist denn das hier? Cafeteria, okay, alles klar. Nee, ich dachte, da gibt es vielleicht einen Hinweis, wo ich die Ventile finde. Aber die müssen ja da vorne irgendwo sein. Ja, geh weiter. So ist recht. Irgendwie haben wir doch da vorne schon alles abgesucht, oder? Da ist er. Da ist er. Ah, hast du mich gesehen, Schwein? Ist hier vielleicht ein Ventil gewesen? Hier geht's weiter. Mach die Tür zu. Da war doch... Au! Ich glaube, da war ein Ventil. Wir sind dran vorbeigelaufen. Kann das sein? Boah, das gibt hier eine Renne hier. Das ist doch abartig. Wieder abgehauen. Mir war eben gerade so, als wären wir bei diesem Ventil oder sowas vorbeigerannt. Da vorne ist noch eine Tür, ne? Ventil. Aber da steht da, der Penner. Komm, schleich dich. Hau ab. Ja, so ist recht. Tür langsam aufmachen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ventil Nummer 1. Es fehlt noch eins. Die Frage ist, wo ist das andere? Gut, Freunde. Ich würde sagen, gehen wir eine Runde pennen hier im Spind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.